Hallo, ich bin die Ramona Lautenschlager. Ich bin 28 Jahre alt. Ich arbeite als Büroangestellte und ich habe mich dreimal gegen das Coronavirus impfen lassen, in dem Glauben, dass ich mich davor schütze, dass ich Angehörige schütze und dass ich einer Pandemie ein Ende setze. Und im Endeffekt habe ich jetzt aber einen Impfschaden und bin alleingelassen worden von der Regierung und vielen Ärzten. Meine Geschichte beginnt im Februar 2021, als das Coronavirus eigentlich schon sehr Fahrt aufgenommen hatte und man hat von dem Virus teilweise selbst dann auch ein bisschen Angst und Respekt gehabt. Dann irgendwann haben sie ein Mittel dagegen gehabt und das war die Impfung. Damals hatte ich die Meinung, dass wir uns mit der Impfung schützen, andere Menschen schützen. Dann war eben der erste Tag, das war der 18. Februar 2021, wo ich die AstraZeneca-Impfung bekam. Als Angestellte in einem Klinikum hat man so und so den Vorteil gehabt, dass man früher geimpft wurde. Da war man sogar noch froh vielleicht, dass man von den Ersten dabei war. Man hat schon von Menschen gehört, es gibt Nebenwirkungen und es ist ja noch gar nicht so erforscht, aber ich habe es eigentlich gar nicht ernst genommen nach der Anfangsstadie von der Pandemie. Dann hatte ich die erste Impfung intus, die AstraZeneca, und lag wirklich 2, 3 Tage im Bett mit starken Gliederschmerzen, Fieberschüben und so Reaktionen, wie ich noch bei keiner anderen Krankheit hatte, dass ich es teilweise nicht zur Toilette geschafft habe. Aber das waren Reaktionen und nach den 3, 4 Tagen war es vorbei und ich habe eigentlich immer noch nichts befürchtet. 2 Wochen circa nach meiner zweiten BioNTech-Impfung bin ich über Nacht wach geworden mit starken Herzrasen, Herzstechen. Mein Herz hat so geklopft wie verrückt. Ich habe geschwitzt und ich dachte mir, was ist jetzt los? Ich weiß noch, wie ich meine Familie informiert habe und die meinten dann sofort ins Krankenhaus und alles. Dann war ich auch im Krankenhaus und dann haben sie ja, einen schnellen Herzschlag festgestellt, aber eigentlich nicht mehr dazu. Sie konnten sich's nicht erklären. Sie haben einfach die Standardmarker abgenommen, wie man halt immer macht. Dann wurde ich wieder nach Hause geschickt. Diese Beschwerden hielten dann eigentlich Wochen oder Monate an. Ich bin dann auch zu verschiedenen Ärzten gegangen, Hausärzten, Fachärzten, und sowas Greifbares wurde nie festgestellt. Es war lediglich immer der Entzündungswert im Blut erhöht, wo man aber jetzt nicht wusste, wo kommt's her. Dann haben sich ganz viel hormonelle Probleme bei mir eingestellt, wie keine Periode bekommen und so Sachen. Dann auch eine richtige Gewichtsabnahme. Ich habe in dem ganzen Verlauf 8 Kilo abgenommen, bin von meinem Wohlfühlgewicht wirklich entfernt. Dann flachten aber irgendwann die Symptome so ein bisschen ab. Und da spreche ich jetzt davon, dass es November wurde, 21, also mehrere Monate nach der zweiten Impfung. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht war dann schon im Gespräch und auch im Gange. Also ich wollte die dritte Impfung eigentlich wirklich nicht. Aber mein Job stand auf dem Spiel. Außerdem habe ich auch immer daran geglaubt, dass die Impfung vielleicht wirklich nicht schuld ist an meinen ganzen Symptomen. Ich war dann manchmal einfach an dem Punkt und dachte mir, ja, vielleicht habe ich einfach gerade hormonell irgendwie Beschwerden, die kamen. Ich habe es tatsächlich selbst nicht wahrhaben wollen, dass jetzt wirklich meine gesundheitlichen Probleme von der Impfung sein könnten. Dann habe ich mich entschieden, dass ich mich impfen ließ und habe dann als dritten Impfstoff die Moderna-Impfung bekommen. Schleichend wurden alle Symptome, die ich schon mal hatte, schlimmer. Kreislauf, Beschwerden und Schwindel kamen enorm dazu. Immer Schmerzen im Brustkorb, was ja eigentlich von Haus aus riesen Angst macht. Ich konnte keine richtigen Spaziergänge mehr durchführen, weil nach den Spaziergängen oder während den Spaziergängen wurde mir schwarz vor Augen, dass ich umgekippt bin. Man spricht ja auch von einem multisystemischen Entzündungssyndrom, auch von der Impfung, was entsteht, was wirklich Sinn ergibt, weil ich immer wieder erhöhte Entzündungswerte hatte. Ich habe mich täglich noch in die Arbeit gekämpft mit Schmerzen, habe aber Gott sei Dank meinen Ärztemarathon weitergemacht, weil es wurde dann schon immer wieder was festgestellt. Immer wieder wurden leichte Diagnosen gefunden, aber halt nicht in Bezug auf die Impfung.
Ja, ich habe dann von dieser Post-Vac-Stelle in Marburg gehört, die einzige offizielle Anlaufstelle für Impfgeschädigte ist, und habe mich dann da auch gleich angemeldet. Bis jetzt immer noch der Termin ausstehend, weil die so eine große Warteliste haben mit Patienten. Aber ist ja auch ganz klar, wenn man nur eine Anlaufstelle hat in ganz Deutschland für keine Ahnung wie viele Geschädigte. Aber ich bin dann per Zufall durch einen anderen Betroffenen aufmerksam geworden auf einen Arzt, der sich wirklich für Impfschäden einsetzt. Habe diesem Arzt eine Mail geschickt und der setzte sich dann mit mir in Verbindung, hat auch eine Autoantikörperdiagnostik bei mir vollzogen, wurden dann auch positive Autoantikörper festgestellt, also autoimmune Reaktionen. Also die Autoantikörper waren positiv für das Symptom Herzrasen und Tachykardie-Syndrom. Ab diesem Zeitpunkt war dann klar, okay, es ist Bezug zur Impfung da. Dieser Arzt hat mir dann eine Blutwäsche, also eine Immunadsorption empfohlen, weil er meinte, in dem Blut, wo die Autoantikörper sind, die müssen raus, dann wird auch die Müdigkeit besser, dann wird der Kreislauf, der Schwindel besser. Und es ist ein Versuch und eine Chance und er hat schon gute Erfolge damit. Dann war für mich eigentlich klar, dass ich das machen will, weil es gibt aktuell in der Welt oder in Deutschland wirklich keine wirklichen Therapieoptionen. Natürlich ist es mit Kosten verbunden, aber man will diesen Versuch starten, weil man hat ja aktuell keine Lebensqualität mehr. Im März diesen Jahres habe ich dann die Blutwäsche gemacht. Das waren 4 Sitzungen, geplant waren 5. Die fünfte konnte ich nicht durchführen, weil es mir körperlich schon zu schlecht ging. Dann war es so, dass man nach der Blutwäsche ja einfach mal abwarten musste, was sich jetzt tut. Tatsächlich hat sich bei mir was getan. Also mein Kreislauf und Schwindel wurde enorm besser. Synkopen hatte ich seit der Blutwäsche keine mehr, dass man zusammenbricht. Aber meine Brustkorbsymptomatik, also Beschwerden im Brustkorb, sind weiterhin da. Und wurden einfach im Verlauf auch immer wieder schlechter. Die Blutwäsche ist im Endeffekt nicht unbedingt langanhaltend. Die Krankenkassen zahlen eigentlich nur die Untersuchungen, die halt bekannt sind. Herzultraschall, bestimmte Laboruntersuchungen. Wenn ich aber sage, die Laboruntersuchungen für so eine Autoantikörperdiagnostik, die muss man auch wieder selbst zahlen. Eine Blutwäsche kostet im Schnitt zwischen 9 und 15.000 Euro. Diesen Arzt, den ich vorher erwähnt hatte, der hat mich dann im Monat Juni kontaktiert, wie es mir geht. Dem habe ich dann erzählt, was Sache ist, und der nahm mich dann stationär auf. Und er sah dann im Herzecho einen Erguss und deutete den als Herzmuskelentzündung. Bin dann darauf, von diesem stationären Termin, eine Woche später wieder zu einem Kardiologen gegangen, der dann die Diagnose bestätigt hatte. Jetzt aktuell ist noch ein Herz-MRT ausstehend. Aber es war halt für mich einfach Wahnsinn, wie ich das gehört habe mit diesem Erguss, oder dass jetzt wirklich eine Herzmuskelentzündung auch eine Rolle spielt dabei ist. Weil ich einfach davon spreche, dass ich seit 2 Jahren im Brustkorb Schmerzen habe und dann eigentlich erst 2 Jahre später die Diagnose bekomme. Unsere Reise für die Post-Vac-Betroffenen, die geht ja unendlich weiter. Wir werden ja nicht gesünder, sondern wir werden eigentlich kränker mit der Zeit. Oft sagt man ja immer, die Zeit heilt alle Wunden, aber bei Post-Vac ist dem nicht so. Die Zeit wird unser Feind. Irgendwann kann der stärkste Körper damit nicht mehr mitmachen und irgendwann bricht alles zusammen. Und solange wir im Körper in den Zellen Spikes haben, die man ja mittlerweile nachweisen kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir geheilt sind. Und deswegen brauchen wir ganz, ganz stark Forschung für Medikamente, die uns endlich helfen, damit wir eine Chance haben, damit zu leben, wie andere Menschen mit AIDS oder HIV.
weil ich glaube, dass das ein systemischer Prozess ist auf Lebzeiten und man sozusagen ein Gegenmittel braucht, was das in Schach hält. Ich bin froh um die Menschen, die wirklich mit der Impfung keine Probleme haben. Ich habe von meiner Familie ständig Angst, dass selbst jemand betroffen werden könnte. Aber ich, wenn zurück könnte, ich würde natürlich mich jetzt nicht mehr impfen lassen und bin traurig darüber, dass ich damals einfach so schnell dabei war und den Schritt gewagt habe für diese Impfung, weil ich seit 2 Jahren keine Lebensqualität jetzt mehr habe. Ich bin seit Oktober 22 jetzt in Arbeitsunfähigkeitsstand, weil die Arbeit eben nicht mehr möglich ist. Mein Denken für die Zukunft ist wirklich negativ, weil ich mir denke, momentan können wir eigentlich ja nur abwarten. Ich kann mich selbst nicht gesund machen, befreien von dieser Qual. Man ist halt eigentlich jetzt angewiesen auf Hilfe, aber man kriegt ja nicht die Hilfe von den Menschen, die auch nicht zugeben wollen, dass sie uns so stark damit geschädigt haben. Und deswegen ist es einfach teilweise aussichtslos und teilweise gibt man sich als Betroffener gegenseitig so viel Hoffnung. Man hat so viele gute Kontakte jetzt daraus bekommen. Das ist so der leichte Trost von dem Ganzen, dass man einfach wirklich Freundschaften geschlossen hat, die wirklich einem helfen. Ich habe schon ganz oft gesagt, ich habe manchmal die Befürchtung, dass ich meinen 30. Geburtstag nicht erlebe. Jetzt bin ich 28. Vielleicht erlebe ich ihn, ja, aber wieder dann so, ohne Gäste, ohne Feier, einfach weil man zu krank ist. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Lebemensch bin und eigentlich bekannt bin für Feiern, Partys und vieles mehr. Einfach das Leben genießen mit einem Martini in der Hand, lächelnd. Und seit 2 Jahren geht das halt nicht mehr und ich denke mir, jetzt sind 2 Jahre vergangen, was ist in den nächsten 2 Jahren? Man hat erstens lange gewartet auf die Diagnose und jetzt wartet man wieder auf Therapie. Ich habe eine kleine Nichte, die ist im September letzten Jahr geboren worden und die ist eigentlich mein größter Sonnenschein in dieser Zeit. Ich habe schon mit ein paar Betroffenen gesprochen, die sagten, sie sehen irgendwie keinen Sinn mehr im Leben. Und ich bin froh, dass ich meine kleine Nichte habe, denn die gibt mir den Sinn, weiterzukämpfen, einfach aus dem Grund, weil ich sie aufwachsen sehen will. Und deswegen weiß ich, dass für mich Aufgeben wirklich keine Option ist. Ich bin die Patentante, ich will sie unterstützen, ich will sie aufwachsen sehen, ich will mit ihr Eis essen gehen, wie ein normaler Mensch. Und für das werde ich weiterkämpfen.